Ägypten, das Land der Pyramiden. Wir zeigen Ausschnitte aus dem Film einer deutschen Ägypten-Expedition Mitte der 20er Jahre. Unser Text gibt den originalen Wortlaut der zeitgenössischen Zwischentitel wieder. Der 2000 Meter lange Staudamm von Assuan staut die Wasser der großen Regenperiode Abessiniens auf. Im Sommer wird das Wasser für die Bewässerung ganz Ägyptens durch 180 Schleusentore entnommen. Im Westen des Sperrdammes ist für die Schifffahrt ein 2 Kilometer langer Kanal mit 4 Schleusen ausgebaut. Die Schleusen werden hydraulisch oder mit der Hand bedient. Im Hintergrund der Staudamm, die größte Talsperre der Welt. Durch den Staudamm konnten 2000 Quadratkilometer Land fruchtbar gemacht werden. Durch die 40 Meter hohe Staumauer ist ein Nilsee von 200 Kilometern Länge entstanden. Auch die Insel Philae liegt unter Wasser. Wir fahren durch ganze Palmenhaine, nur die Wipfel ragen aus dem Wasser. Das Nilwasser wird in Ziegenfällen oft stundenlang nach der Wohnung getragen. Die Ziegenschläuche werden mit Nilwasser gefüllt, das einzige Trinkwasser. Durch den Genuss dieses Wassers werden gefährliche Tropenkrankheiten übertragen. Der Erreger der Bilharzia, eine gefährliche Blasenkrankheit, der Embryo im Ei. Wird der Hahn im Nilwasser verdünnt, so schlüpft der Embryo aus. Er ist für den Menschen ungefährlich. Zunächst dringt er in eine Schnecke ein, einen Zwischenwirt, und nimmt eine andere, für den Menschen gefährlichere Form an. Er dringt beim Baden in die Haut und gelangt durch das Blut in die Blase. Nil aufwärts. Unser Steuermann kennt jede Sandbank. In Motorbooten durch die Stromschnellen zum zweiten Katarakt. Nubier beim Paddelsport. Blick auf den zweiten Katarakt.